Nach über 110 Jahren heißt es auf einmal Schluss, aus und vorbei. Mit General Electric ist eine Ikone der amerikanischen Industrie nicht mehr dabei. Im Dow Jones muss weichen einer Drogeriekette. Das ist ein herber Rückschlag für ein Unternehmen, was selber 125 Jahre am Start ist. Zurückgeht auf den Glühbirnenerfinder Thomas Alva Edison und ja, Gründungsmitglied war, als der Dow Jones 1896 an den Start ging und seit 1907 ununterbrochen dabei war. Jetzt also nicht mehr, man zählt nicht mehr zur Liga der 30 größten US-Unternehmen. Bevor Sie es nachgucken, ob Siemens noch im DAX dabei ist, können Sie sparen. Die sind noch dabei. Der DAX selber heute richtig gut unterwegs. Nach einigen Tagen mit roten Vorzeichen können die Anleger wohl nicht mehr das Thema Handelsstreit, Handelskrieg, USA, China hören und sagen, wir probieren es mal auf der Oberseite. Nicht so richtig mit viel Druck, aber zumindest ein paar Schnäppchenjäger sind unterwegs. Das sind die wichtigen Termine. Morgen am Donnerstag. Ein Termin zieht sich den ganzen Tag hin. Und zwar ist das das Treffen der Eurogruppe in Luxemburg. Dann schauen wir mal auf die Uhrzeit. 9.30 Uhr der Zinsentscheid aus der Schweiz, der Schweizerischen Nationalbank. Dort muss man ja kräftig Strafzinsen zahlen. Anders sieht es in England aus. Der Zinsentscheid der Bank of England, da gibt es ja ein 0,5% Zinsen. Und das wird sich auch vermutlich nicht ändern. Der Philly Fed Index, der Index der Notenbank des Distrikts Philadelphia, lässt sich gut hochrechnen für den gesamten amerikanischen Wirtschaftsraum. Den gibt es um 14.30 Uhr, ebenso wie die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Großartige Bilanzen gibt es morgen nicht, dafür einige Hauptversammlungen aus der zweiten Börsenreihe. Da haben wir GFT, außerdem GK Software, wir haben Scout24, Sixt und Wirecard. Ihnen jetzt einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, viel Spaß beim Fußball gucken und dann bis morgen.